Jakobine Motz. Ich bin Andreas Goldstein und wir sind mit dem Film Adam und Evelyn hier. Das ist die Kamerafrau und Cutterin, und die mit mir auch am Buch gearbeitet hat, Jakobine, und ich bin der Regisseur. Worum geht es in dem Film Adam und Evelyn? Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Es geht um ein Paar, was im Sommer 89 nach Ungarn in den Urlaub fährt, aus dem es nicht wieder zurückkommt. Ein Paar aus der DDR. Warum ist es wichtig, die Geschichte dieses Paares heute zu erzählen, im Jahr 2018? Weil die Geschichtsschreibung halt doch sehr viel weglässt. Was wir versuchen, in unserem Film vielleicht ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Nämlich ganz private Schicksale und Geschichten. Ja, das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht auch nicht so kompliziert. Ich glaube, es hat was zu tun mit dem, was Jakobine sagt. Also, dass wir viele DDR-Geschichten in Filmen haben in den letzten 20 Jahren, die aber immer diese Geschichte auf eine sehr bestimmte Art und Weise erzählen. Ne? Dass wir sozusagen Individuen haben, die die Freiheit wollen, und dass es einen Staat gibt, der ihnen die Freiheit nimmt. Und am Ende geht es gut aus, die Mauer fällt und sie haben die Freiheit. Und diese Geschichte, die wir hier erzählen, nach dem Roman von Ingo Schulze, erzählt die Geschichte darüber hinaus. Und sie erzählt sie aber auch so, dass die Figuren eigentlich in viel komplexere Widersprüche verstrickt sind. Dass es gar nicht so eindeutig ist, wo man hin will und was man will und wie man das bewertet, das Land, aus dem man kommt, gar nicht so eindeutig bewertet, und auch nicht das Land, in dem man geht. Und es geht auch darum, daran zu erinnern, am Ende des Films daran zu erinnern, welche Wünsche und Sehnsüchte die Leute und Hoffnung, viel besser gesagt Hoffnung, die Leute in dieser Zeit hatten. Und dass diese Hoffnungen im Grunde nicht mit der Gesellschaft, wie wir sie heute vorfinden, zusammengehen. Dass sie sich eigentlich eine ganz andere Gesellschaft gewünscht haben und vor allen Dingen auch geglaubt haben, in eine andere Gesellschaft zu kommen, als die Gesellschaft, in die sie dann kam, beziehungsweise hat sich die Gesellschaft, in die sie dann kam, auch wiederum verändert. Und zwar relativ schnell. Ja. Insofern ist es zwar ein historischer Film, weil er eine Zeit erzählt, die jetzt schon lange zurückliegt, 30 Jahre fast, aber es ist vor allem ein Blick von heute auf diesen Moment, also unser Blick zurück. Das war uns sehr wichtig, dass wir eine Geschichte erzählen, die diesen Zeitraum mitschwingen lässt, also mit einbezieht. Und wie ist die Recherche für diesen Film gelaufen? Ich habe schon rausgehört, es ist auf der Basis eines Romans. Wie ist dann das Drehbuch entstanden und wie sind die Charaktere diesem Buch entsprungen? Ja, also der Film basiert auf dem Roman, auf dem gleichnamigen Roman von Ingo Schulze, Adam und Evelyn. Und Andreas hat ihn zuerst gelesen und kam dann zu mir mit der Entdeckung sozusagen und fand ihn sehr spannend und sehr filmisch und hat gesagt, lies doch mal, vielleicht ist das was. Und dann haben wir das zusammen versucht herauszufinden, was daran uns auf filmische Weise interessiert und wie weit die Geschichte, die natürlich im Roman sehr viel komplexer ist, im Film erzählbar ist. So, ich habe den Roman gelesen und habe dann sozusagen, was ein ziemlich komplizierter Prozess war. Also der Roman ist in seiner Anlage sehr filmisch und er hat mich eben interessiert, weil er diese Geschichte und diesen historischen Abschnitt anders erzählt als andere Geschichten, weil diese Figuren sehr lakonisch gezeichnet sind, weil sie einen sehr skeptischen Blick in die Gegenwart und in die Geschichte haben, weil sie vor allen Dingen auch nicht eins sind mit der Geschichte, also wie in den dramatisierten Erzählungen aus dieser Zeit, sondern dass es durchaus eine Kluft gibt zwischen ihm und dem historischen Vorgang und den Beziehungen und Konflikten, in die sie verstrickt sind und die Leben, in denen sie stehen.
Und dann war das ein sehr nicht einfacher Prozess, weil ich zuerst dachte, man könnte diesen Roman quasi mehr oder weniger 1:1 übersetzen in eine Drehbuchform. Das hat sich aber dann als Irrtum erwiesen und dann war sozusagen der erste Schritt, die wesentlichen Momente des Romans herauszuziehen und sozusagen als Grundstein des Drehbuchs zu legen. Was sind die 10 Szenen und so weiter? Und damit war auch eine Erzählweise eigentlich auch schon gesetzt. Nämlich der Roman erzählt viel ausufernder und die Leute reden unglaublich viel. Ja? Und in dem Film jetzt reden die Leute eigentlich sehr, sehr wenig. Das war aber von Anfang an auch schon eine Setzung, weil das Interesse ging auf die einzelnen, auf so bestimmte Sätze im Roman und die so herausstachen. Ja? Und die eine Kraft hatten. Es ging darum, dann quasi das zu konzentrieren. Ja? Also sozusagen, am Anfang war es wenige Szenen und dann sozusagen haben wir angefangen, darum herum zu bauen. Ja? Um sozusagen, sagen wir mal, die 10 entscheidenden Stellen des Romans. Jetzt noch 2 letzte Fragen. Die erste wäre, der Film Adam und Evelyn ist nominiert, sowohl für den Publikumspreis der Heinrich als auch für den Volkswagen Financial Services Preis. Wenn das Preisgeld gewonnen würde, gibt es schon ein neues Projekt, in das das geht? Oder gibt es andere Pläne mit dem Geld? Es gibt Ideen. Aber nichts, was so weit ist. Also, dann lassen wir das dabei. Es ein Preisgeld gibt, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Dann die letzte Frage ist noch, was für ein Eindruck ist bis jetzt vom Festival entstanden, von seinem Publikum? Wie seid ihr hier angekommen? Also ich bin zum ersten Mal hier auf dem Festival, Andreas glaube ich auch. Ne? Und also ich finde es toll, ich finde es eine schöne Atmosphäre. Und ganz, also super Leute und freundlich und also irgendwie ein sehr, sehr schönes Miteinander. Und das ist heute unsere 2. Vorführung, die auch wieder ausverkauft ist. Und ich bin ganz glücklich darüber. Also ich hatte gar nicht irgendwelche Vorstellungen so konkret, aber insofern kann ich das nicht so abgleichen mit einer Erwartung. Aber ich freue mich unheimlich, wie der Film auch ankommt. Und das, ich habe in der ersten Vorführung drin gesessen und war da irgendwie ganz berührt. Ja, ich bin auch überrascht, weil es sind ältere Leute da. Also es ist nicht das übliche Filmfestivalpublikum, sondern es sind ältere Leute da, Entschuldigung, die den Eindruck machen, als ob sie auch einem Beruf nachgehen. Also das ist irgendwie sehr angenehm. Also, naja, das ist ja nicht selbstverständlich, meine ich so. Also, dass es einfach Leute sind, die interessiert sind und jetzt hier abends um 7 nach der Arbeit ins Kino gehen. Das ist schön. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Spaß noch auf dem Festival. Danke.